Ein großes Chemiewerk brennt, überall fliegen die Fetzen. Der Firmeninhaber, Stromsparmodus. Oder ist es aufgenommen? Mando! Mando! Das hört sich aber nicht authentisch an. Mando! Ich bin trotzdem krank. Ich so Blut, Doktor! Besser? Ihr habt jetzt so oder so gehört. Toll. Eins und eins, Freunde. Seht zu, dass ihr meine Leitung in Ordnung kriegt. Ja, wir haben zwei pubertäre Kinder, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was los ist. Ja, das kommt noch hinzu. Ich will einfach nur mal hier einen Witz erzählen, ne? Und den einfach nur mal aufnehmen. Und es geht nicht. Weil Stromsparmodus. Ja, das war jetzt der Stromsparmodus. Weil ich es jetzt schon so aufnehmen muss mit meinem Handy, weil Livestream ist hier nicht möglich bei uns zu Hause. Ob im WLAN, ob kabelgebunden über einen Laptop, scheißegal wie. Wenn ich Livestream starte, dann fängt er mittendrin an, hört mittendrin auf. Man versteht überhaupt nichts, außer... Ist das normal oder was? Echt, ich habe hier kein 56K-Modem mehr stehen, was rumquietscht, wenn es in die Internetleitung will. Und dann keiner sagt, hey Mama, ich kann jetzt aber nicht telefonieren. Sowas gibt's nicht mehr. Also seht zu, dass ihr unsere Leitung wieder heil macht. Das Problem ist euch schon seit Ewigkeiten bekannt. Seht zu, Freunde. Ansonsten gehört euch meine nächste Ansage. Ich schwöre euch das. In ganz Deutschland die Störung ist, ne? Naja, in ganz Deutschland die Störung. Wenn man mal auf die Störungskarten guckt. Aber bei euch ist ja keine Störung bekannt. Seht zu, Freunde. Ansonsten kriege ich immer eine richtige Ansage. Oder wir schicken die Kinder zu euch. Viel schlimmer. Ja, mit PlayStation, Handy, Tablet, Rechner, Laptop. Dann setze ich die zu euch ins Büro. Über unsere Leitung. Und wenn ich da ein 150.000 Kilometer Kabel legen muss in euer Büro, ist mir scheißegal. Ja, mit Verstärkern dazwischen. Damit auch genau das ankommt, was hier ist. Damit ihr mal seht, wie das ist. Und dann könnt ihr mal weiterarbeiten, wenn pubertierende Kinder neben euch sitzen dabei. Meine Fresse nochmal, doch. Ey, doch keine Sau im Kopf mehr aus, doch.